Goldenes Hallo und herzlich willkommen zum goldenen Jahresrückblick 2021. Ja, Leute, das Jahr 2021 war sehr spannend und aufregend, weshalb ihr auf meinem Discord für 3 Kategorien abstimmen konntet, was euer Favorit in diesen verschiedensten Kategorien ist. Bevor das Ranking jedoch losgeht, wollte ich noch mal ein bisschen über das Jahr 2021 blicken, weil ich fand, es war mit das spannendste Jahr für meinen Kanal. Ich wurde im Jahr 2021 wurde mein Kanal 2 Jahre alt, was auch ein sehr cooles Event für mich war. Richtig. Am Anfang vom Jahr hatten wir eigentlich ganz normal gestartet, wie auch sonst im Jahr davor. Wir hatten 100 Projekte und zum Projekt kam in einem Jahr mal eine Folge. richtig. Und nach 2 Jahre Goldenes C hat sich irgendwie alles bei meinem Kanal geändert, denn ich hatte mich entschlossen, mich auf nur ein paar Projekte zu fokussieren oder gar nur eins. Es wurden dann ein paar mehr, aber ich finde, wir haben uns da schon gut geeinigt, dass da jetzt wir so wenig Projekte haben. Ich habe mich anfangs nur auf Ascension fokussiert, jedoch waren zu diesem Zeitpunkt auch schon andere Projekte wie die Ascent in Planung, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte dann nur Ascension gemacht. Richtig, und Ascension hat vielen gefallen und gefällt vielen immer noch und ich finde es auch richtig cool und es macht mir Spaß, Ascension aufzunehmen. Jetzt haben wir ja nur noch die Projekte Spiky, Descent und Videos of Bosses Crew und halt noch Ascension und bald im Neujahr kommt auch noch ein neues Projekt. Und ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut getroffen. Für die, die sich fragen, wann Spiky kommt, ich sag das jetzt irgendwie in jedem Video, ich habe mich darauf so eingestellt, Ascension, Descent und das nächste Projekt, was kommen wird, wir sind alle groß Aufwand, kann man sich auch denken, sind viel Aufwand. Deswegen habe ich mir das so gedacht, wenn ich gerade nicht Zeit für diesen Aufwand habe, bringe ich mal Spiky. Weil Spiky ist zwar auch Aufwand, aber jetzt nicht so groß wie Ascension. Weil Ascension, das ist halt riesig, das Projekt. So habe ich mir das gedacht, deswegen, ja, mal schauen, wann Spiky dann das nächste Mal kommt. Ich bin auch immer noch sehr gehypt auf Minecraft Descent. Ich finde, es ist ein richtig gutes Projekt. Wir haben auch schon einige Folgen vorproduziert und etc. Und ich kann euch sagen, es wird auch spannend, ja. Wir legen zwar in Descent nicht so einen großen Wert auf die Story wie in Ascension, wo es ja nur pur um die Story geht. Aber für Leute, die auch viel Survival lieben, ist es auf jeden Fall ein Projekt. Das neue Projekt ist eher auch ein Projekt, wo man so ein bisschen mehr auf das echte Leben eingehen will, aber das werdet ihr alles im Neujahr dann erfahren, wo das Projekt dann erscheinen wird. In diesem Video will ich euch auch ein paar Teases geben an andere Projekte, die wir vielleicht in 2022 durchziehen werden. Richtig. Und dann würde ich jetzt endlich mal mit dem Ranking beginnen, denn, wie ich gerade schon gesagt habe, konntet ihr auf meinem Discord, Link in der Beschreibung, abstimmen. Und unsere erste Kategorie ist bester Charakter 2021. Und Leute, bevor das für andere verwirrend ist, wir hatten wir hatten bei so gut wie jeder Kategorie mehrere Favoriten, die sich einen Platz geteilt haben. Deswegen ist das gerade so ein bisschen verwuschelt, also nicht wundern. Also, auf dem Platz 4 haben wir den Charakter den Djinn. Ja, wer kennt ihn? Den Djinn von Minecraft Magical. Er kam zwar nur in einer Folge vor, aber ich kann euch sagen, er wird wahrscheinlich im nächsten Jahr noch wichtiger, ne? Magical muss ich leider abbrechen, weil es das gleiche Problem war wie Master. Ja, dazu wird auf jeden Fall eines Tages noch ein Video kommen. Aber der Djinn wird auf jeden Fall im Jahr 2022 auch, kleiner Tease, auf dem Kanal von Jamie eine viel größere Rolle spielen. Deswegen habe ich den in dieses Ranking gepackt. Trotz seiner nur einmal Auftretung, ich rede auch gerade nicht von mir und Livy als Djinn in Minecraft Djinn, unserem Livestream-Projekt, sondern vom Djinn aus Minecraft Magical. Ich fand ihn super cool, dass ich mit ihm sprechen konnte und dass er mir Wünsche erfüllen könnte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er bald wieder vorkommen kann. Dann haben wir noch einen weiteren Platz 4. Und das ist schon das erste Mal, dass ich zwei Charaktere den gleichen Platz sein müssen. Ebenso auf Platz 4 ist Flame. Und ich fand Flame ist ein super Charakter, jetzt wo er auch in Descent ist. Ich finde ihn so cool und ich freue mich auf jeden Fall, dass er im Jahr 2022 so eine große Rolle spielen wird durch Descent. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Platz. Und Leute, bevor sich Leute wundern, weiter gerade war doch noch Vierter. Ja, da aber sich zwei Charaktere den gleichen Platz teilen mussten, sind wir jetzt schon bei
dem zweiten Platz. Und da müssen sich wieder zwei Charaktere den gleichen Platz teilen. Also, Platz 2, also der erste, zweite Platz, ist Spikey. Und ich finde, das hat er sich auch verdient auf diesem Ranking, weil er hat auf jeden Fall jetzt auch nicht so eine große Rolle in diesem Jahr gespielt. Aber er kam immer mal wieder vor und dann hat er jetzt auch seine eigene Serie gehabt, die auch immer noch läuft. Also finde ich, Spikey hat diesen Platz auch wirklich verdient als zweiter Platz. Und ich freue mich weiterhin mit Projekten mit Spikey. Und jetzt haben wir ja auch Minecraft Descent mit Flame und Minecraft Spikey mit Spikey. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Platz. Und das ist niemand Geringeres als Asteria. Und ich finde, Asteria ist so ein super cooler Charakter. Ich finde Asteria super cool. Man erfährt ja schon so ein bisschen in Ascension ihre Background-Geschichte, so was sie alles durchleben musste, irgendwas ist mit ihrem Stamm passiert. Und ich finde, sie ist halt auch irgendwie so der erste richtige Charakter. Mit einer richtigen Story. Ja, okay, jetzt haben wir auch Inia, aber ich meine, sie war der erste. Und ich bin super gehypt auf Ascension und die Projekte mit ihr noch. Ja, also ich finde, den hat sie sich auch verdient. Kommen wir jetzt zum ersten Platz. Und da ist nur eine Person diesmal. Und das kam für mich ein bisschen unerwartet. Aber er hatte wirklich viele Stimmen. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, um wen es sich handelt. Es ist niemand Geringeres als der Killer. Ja, der Killer aus Minecraft Killer, der in einer Folge vorkam in unserem Halloween-Special. Ich habe den in dieses Ranking reingepackt, weil ich so dachte, ja, könnte ja eigentlich ganz cool werden. Und er hat einfach den ersten Platz geschafft mit den meisten Stimmen und hat eigentlich fast alle Stimmen komplett überboten. Und deswegen, ja, Platz 1 hat der Killer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt will ich aber euch meinen persönlichen ersten Platz vorstellen. Das mache ich so, damit ihr auch wisst, welchen ich am besten fand. Mein persönlicher erster Platz ist niemand Geringeres, ich sage das gerade irgendwie zum dritten Mal, als der zweite Platz, Asteria. Für mich ist Asteria der beste Charakter des Jahres 2021, auch wenn sie erst, glaube ich, im September circa gestartet ist. Ich finde sie so cool. Ich habe ja gerade schon angemerkt, ihre Story und all das. Gut, Leute, kommen wir jetzt zu einer weiteren spannenden Kategorie. Und das ist Bestes Event/Community-Event 2021. Wir hatten in diesem Jahr eine Menge Events, die auch nicht nur so für die Community war, wo ihr irgendwie mitmachen konntet, sondern auch einfach für meinen Kanal. Und deswegen dachte ich, mache ich da auch eine Kategorie und eine Abstimmung. Und kommen wir somit zum vierten Platz. Der vierte Platz wird belegt vom 2 Jahre Goldenes C-Video. Und für mich war das ein Riesen-Event. Aber ich kann verstehen, warum das auf jeden Fall den vierten Platz bekommen hat. Weil, ich meine, es war halt nicht so was euch so richtig betroffen hat. In irgendeiner Weise ja schon, weil ohne euch würde Goldenes C ja gar keine 2 Jahre existieren. Aber ich meine, da konntet ihr nicht wirklich sowas mitmachen, auch wenn ihr bei der Verlosung teilnehmen konntet. Ist es ja egal, war es auf jeden Fall nicht sowas richtig, was so in die Richtung von Community anging. Ich fand es trotzdem super cool, auch das mit der Verlosung. Und Leute, dazu wird auch bald noch ein Video kommen, denn wir haben auch einen Gewinner. Gut, Leute, kommen wir jetzt aber zum zweiten Platz. Und diesmal wird es mal wieder von 2 Events besetzt. Also nicht wundern, warum es wieder keinen dritten Platz gibt. Und der erste, zweite Platz ist Minecraft Gin. Und Gin hat mir wirklich Spaß gemacht. Die Vorbereitung war wirklich cool und hat auch Spaß gemacht. Das Test-Event, das war super spaßig und das hat auch wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Und dann der Livestream, der zwar sehr chaotisch war, hat trotzdem Spaß gemacht, mit euch ein bisschen da was zu machen. Und Leute, ja, wir streamen auf jeden Fall noch, aber ich finde, Streams sollten sowieso etwas Besonderes sein, auf meinem Kanal zumindest. Deswegen, ja, kommen halt so selten Streams. Ich habe aber vor, 2-mal im Jahr zu streamen und deswegen wird wahrscheinlich im Frühjahr, so wahrscheinlich wieder gegen April, wie früher mit dem Minecraft Gin Stream, wird da auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder ein Stream kommen. Kann ich mir vorstellen. Was wir dann jedoch machen, bleibt noch eine Überraschung. Wir haben schon was geplant. Wie wir das dann durchziehen werden, mal gucken. Aber ja. Kommen wir jetzt zum zweiten Platz mal wieder. Und das ist diesmal jedoch Minecraft Killer. Mit dem Killer, der bei den Charakteren den ersten Platz ergattert hat. Und ich fand Minecraft Killer super cool. Uns wurde, wir wurden von einem Killer gejagt, der unfähig war. Und der war auf jeden Fall so cool. Wir wurden einfach von einem unfähigen, super starken Killer, der sich sogar zu uns teleportieren konnte, gejagt. Das war mega witzig. Und Leute, wir haben auf jeden Fall vor, weitere Killer-Events zu machen, bei denen ihr auch teilnehmen könnt. Das war ja auch so eine Art Event, bei denen ihr teilnehmen konntet.
das haben wir auf jeden Fall noch vor. Also joint gerne meinen Discord, denn sowas kündigen wir dort immer an. Gut, Leute, kommen wir jetzt aber zum ersten Platz. Und es hat mich mal wieder überrascht, wer diesen ersten Platz belegt hat. Aber diesmal sogar noch mehr als bei den besten Charakteren. Denn der erste Platz ist Reaktion auf mein altes Ich. Ich weiß gar nicht, wer sich daran erinnert, aber wir hatten ein Event, das war Reaktion auf mein altes Ich. Und das war nicht mal ein richtiges Event in Minecraft oder sonst was. Nein, es war ein Reaktionsformat, wo ich auf 4 meiner alten Videos reagiert habe. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, darauf dann zu reagieren und darauf zu herübersehen, was wir früher für Blödsinn gemacht haben und was da für ein Quatsch rauskam. Ich fand es zwar immer witzig, aber Leute, wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr wieder so rund um September wieder so ein Format machen, wo ich dann vielleicht auf die Folgen zu dieser Zeit jetzt mal reagieren werde. Wenn ihr das wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich fände es sehr spannend, wenn wir dann nächstes Jahr im Jahr 2022 nochmal sowas machen, wo ich dann zum Beispiel auf die erste Folge Ascension reagiere. Aber ich finde, dieses Projekt hat auch wirklich den ersten Platz für dieses Event. Kommen wir jetzt aber auch zu meinem persönlichen ersten Platz. Und diesmal ist es etwas verwunderlich, denn in irgendeiner Weise ist es einfach jedes Event, was ich cool fand. Ich fand 2 Jahre Goldenes Tee super cool, weil es hat mich halt auch super angesprochen, weil wir einfach schon 2 Jahre geschafft haben. Und das ist halt für mich auch, für viele ist es wahrscheinlich so, oh ja, ist halt ein bisschen. Für mich ist es aber wirklich riesig gewesen. Also vielen Dank dafür, dass wir 2 Jahre geschafft haben. Minecraft Gin, habe ich auch schon gesagt, hat mir super Spaß gemacht. Und ich will es auf jeden Fall nochmal nachholen. Ob wir das dann als weiteres Community-Projekt machen, schauen wir mal. Weil es halt auch immer kompliziert ist, sowas mit der Community zu machen. Ich würde halt gerne auch nicht so als Stream-Projekt machen, sondern so einzeln, vielleicht mit Livy und Jamie. Also Livy macht dieses Projekt sowieso Spaß. Also das haben wir auf jeden Fall vor. Minecraft Killer habe ich auch schon gesagt. Super Projekt, nach meiner Meinung super Event. Hat mir auch super Spaß gemacht, wo der Killer uns gejagt hat. Und Reaktion auf mein altes Ich habe ich gerade auch schon was gesagt. Bei jedem habe ich was gesagt. War super witzig, darauf zu reagieren. Also irgendwie alles war mein persönlicher Favorit. Jetzt kommen wir aber wohl zu der spannendsten Kategorie in diesem Ranking. Und das ist bestes Projekt / beste Serie 2021. Und Leute, wir hatten viele Projekte. Ich habe jetzt aber wirklich die reingenommen, die am öftesten vorkamen und für mich auch am relevantesten waren. Und deswegen rede ich gar nicht mal so viel um den heißen Brei herum, sondern fangen direkt an, denn auf dem 4. Platz ist Minecraft Spiky. Und wir hatten ja gerade schon Spiky bei den Charakteren, aber Minecraft Spiky, kann ich verstehen, warum es auf dem Platz 4 gelandet ist, kam ja nur 2 Folgen raus. Und Spiky wurde auch noch gar nicht so richtig in den Vordergrund gestellt, aber wartet nur ab. Aber ich fand Minecraft Spiky trotzdem super cool und ich finde, dass es auch auf jeden Fall seinen Platz in diesem Ranking verdient hat. Gut, Leute, wie in jeder Kategorie haben wir 2-mal den 2. Platz. Also wieder nicht wundern, warum es keinen 3. gibt. Auf dem 1. 2. Platz ist das Projekt, wo alle Handschellen tragen und mit Raketenwerfern rumgespielt wird. Minecraft Gefangener 2. Und bevor ich auf das Projekt selbst eingehe, will ich ein bisschen um die Vorgeschichte von Minecraft Gefangener 2 reden. Denn wir hatten ja früher Minecraft Gefangener, weil ich meine, es muss ja extra eine erste Teil 2 geben, wenn es Teil 1 gab. So, Minecraft Gefangener 1, es war so ein absoluter Schwachsinn, wenn man sich anguckt, was wir dafür im Blödsinn gemacht haben. Da sind Projekte, Events wie Minecraft Gin einfach nichts dagegen. Also wirklich, das war so ein absoluter Blödsinn und das war so chaotisch, dieses Projekt. Nichts war geschnitten, alles war komisch. Also wirklich, wir wollten ein vernünftiges Finale mit Folge 12 hinlegen, aber ja, dann gab es halt ein paar Sachen, die das Ganze leider verhindert haben. Und ja, deswegen kamen wir dann einfach Minecraft Gefangener 2 gemacht. Und ich finde, Gefangener 2 ist zwar immer noch irgendwie in irgendeiner Weise komisch, aber ich finde es auf jeden Fall besser als Gefangener 1. Und Gefangener 2 kam ja sogar öfters und eigentlich sollte es ja sogar kürzer gehen, als es jetzt geht. Wir wollen aber schauen, ich glaube auch, dass die übernächste Folge sogar das Finale sein wird. Also ja, seid da auf jeden Fall gespannt, weil wir wollen halt jetzt Gefangener 2, wenn man so will, beenden, damit wir wieder Platz für dieses neue Projekt im Neujahr haben. Kommen wir jetzt zu einem unerwarteten 2. Platz. Und das ist der 2. Platz, wenn man so will. Und das ist das Projekt Minecraft
Death. Und Leute, für die, die nicht wissen, was Minecraft Death ist, das war so ein Death Run. Das heißt, es gab einen Deffer und einen Runner, wenn man so will. Der Runner musste, wenn man so will, den ganzen Death Run schaffen und der Deffer musste halt ihm die ganze Zeit Fallen stellen und diese auslösen. Und ich fand Minecraft Death wirklich cool und es gab sogar einige Folgen zu Minecraft Death. Aber ich hatte echt nicht erwartet, dass es auf dem zweiten Platz landet, weil Death war, wenn man sowieso ein kleines Projekt. Aber es hat so viel Spaß gemacht und euch anscheinend auch. Deswegen hat es auch den zweiten Platz auf jeden Fall verdient. Kommen wir jetzt aber zu dem ersten Platz. Und es ist auch, da kann ich direkt sagen, es ist auch mein erster persönlicher Platz. Es ist Minecraft Ascension. Und ich verstehe auf jeden Fall, warum für so viele von euch Minecraft Ascension das beste Projekt des Jahres war. Des Jahres 2020. Ascension war auch mein Lieblingsprojekt dieses Jahres. Es ist das erste wirklich vernünftige Projekt, was wir hatten, was jetzt auch wirklich weiterging, was wir nicht irgendwie unterbrochen haben, ein Jahr lang und dann eine Folge rausbringen, damit wir nochmal ein Jahr warten, bis die nächste Folge rauskommt. Minecraft Ascension hat wirklich eine coole Story und ist viel ausgereifter als die ganzen alten Projekte. Und ich freue mich wirklich auf die ganzen weiteren Folgen von Ascension. Und da kann ich direkt eine Frage beantworten, und zwar, ob ich mehr Ascension bringen kann. Leute, zugegeben, ich will nicht wirklich mehr Ascension bringen. Weil Ascension ist erstens ein großer Aufwand. Und ich glaube, ich würde unter voll dem Zeitdruck liegen, wenn ich die ganze Zeit jede Woche Ascension bringe. Weil das verlangen halt manche von mir. Und zweitens würde mir dann die Lust fehlen. Wenn ich immer und immer wieder Ascension bringe, würde mir die Lust fehlen. Das Projekt würde dann an Langeweile gewinnen. Und danach würde ich es eines Tages streichen. Weil es mir keinen Spaß mehr macht. Und ich hoffe, das versteht ihr. Deswegen habe ich auch diese ganzen anderen Projekte wie Descent oder bald das nächste Projekt oder derzeit Gefangener 2, Spiky. Und diese machen mir ganz viel Spaß und bieten auch eine Abwechslung zu Ascension. Zum Beispiel in Descent, Gefangener 2, in dem neuen Projekt im Frühjahr habe ich Livy und Jamie auch im Projekt, mit denen ich so viel dummes Zeug anstellen kann. Und das macht natürlich auch viel Spaß. Und deswegen finde ich das echt cool. Gut, Leute, damit haben wir jetzt, wenn man so will, ein komplettes Ranking durchgezogen. Jetzt will ich hier nochmal ein bisschen herübersehen auf das Jahr 2022. Denn dort haben wir auch schon einige Sachen geplant, die möglicherweise stattfinden. Dazu will ich jetzt erstmal auf das allererste kommen, was wahrscheinlich viele von euch sogar vom alten 2020 Weihnachtsspecial war es, glaube ich, sich vielleicht noch fragen. Und zwar, wo bleibt Minecraft Crystal? Ich hatte früher 2020 im Weihnachtsspecial ein Projekt namens Crystal angekündigt. Und Minecraft Crystal wurde, wenn man so will, gestrichen, weil wir nicht dazu kamen. Crystal musste erstens deswegen gestrichen werden und zweitens, Livy und ich, wir wollten zusammen das Projekt machen, hatten plötzlich andere Projekte geplant, darunter ein Projekt, was, wenn man so will, das alte Descent war. Wir wissen niemals, ob dieses Projekt wirklich rauskommt, es war sehr cool geplant. Auch alles war fertig und bereit zum Aufnehmen, aber wir haben uns dann für Descent entschieden. Also mal schauen, ob das eines Tages rauskommt. Vielleicht machen wir das dann, vielleicht sogar als kleines Community-Event, könnte man auch machen. Wenn Crystal wirklich nächstes Jahr rauskommen wird, dann wahrscheinlich wieder als Weihnachtsspecial oder ähnliches am Ende des Jahres. Auf jeden Fall nicht früher. Weil erstens, jetzt wo Gefangener 2 dann endet, kommt halt wieder das neue Projekt. Und da muss ich halt schauen, ob Spiky überhaupt endet über das Jahr. Könnte möglich sein, weil Ascension wird immer mehr Aufwand. Das heißt, es könnte wirklich gut möglich sein, dass dann Spiky sogar in diesem Jahr dann 2022 enden wird. Wenn Spiky endet, könnte es sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass Crystal dann erscheint. Wenn es jedoch so bleibt, dass Spiky nicht endet, wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, kann ich euch nur sagen, weil das neue Projekt wird sich über das ganze Jahr hinausziehen. Wahrscheinlich sogar länger. Weil es sowieso so ein Event, so ein Projekt ist, was sich mehr so auf die Jahreszeiten und all sowas konzentriert. Descent wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich sogar über das Jahr 2023 strecken, wenn alles gut läuft. Und ich denke, Ascension müssen wir gar nicht weiterreden. Das wird auf jeden Fall viel länger dauern als wahrscheinlich 2023. Aber Leute, wir lassen uns mal überraschen, was alles noch auf uns zukommt.
Leute, denn ihr wisst ja, Ascension, wenn man so will, ist mehr Story als Survival. Wir haben zwar Survival drin, aber es ist mehr Story. Descent ist genau umgekehrt, das heißt, da gibt es mehr Survival als Story, aber Story wird auf jeden Fall noch kommen, also nicht wundern. Und sie hätten dann vor, in Minecraft Crystal, wenn man so will, 50-50 zu machen und 50% sind dann Story und 50% sind dazu Survival. Das wäre auf jeden Fall unser Plan und das fänden wir auch relativ cool, wenn wir das so machen könnten. Deswegen seid auf jeden Fall aufgeregt auf dieses Projekt, das könnte nämlich auch relativ cool werden, aber ihr müsst dann wahrscheinlich dann halt noch ein Jahr oder vielleicht sogar länger warten. Mal schauen, wir lassen uns mal überraschen. Und richtig, dann kann ich auch noch mal was zu einem Projekt sagen, denn wir haben jetzt auch schon lange an einer Art PvP-Projekt gesessen, haben da schon die ersten Testphasen durchgenommen. Wir wissen nicht, ob dieses PvP-Projekt wirklich erscheinen kann in 2022, aber es wird auf jeden Fall mindestens in 2023 erscheinen, aber die Dinge stehen wirklich gut, dass es 2022 erscheint. Also seid dort auch sehr gespannt. Gut, Leute, aber das war's dann jetzt auch mit dem Rückblick auf das Jahr 2021 und halt auf die Teases für das Jahr 2022. Ich bin sehr zufrieden mit der Platzierung des Rankings und bin auf jeden Fall gespannt, was wir alles noch im Jahr 2022 erleben werden. Und ich hoffe auch, ich konnte euch ein bisschen auf die Folter spannen mit den neuen Projekten, die möglicherweise 2022 bis 2023 erscheinen könnten. Gut, Leute, ich würde sagen, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann 2022. Und ja, dann würde ich sagen, ciao.